nochmal zu Binne. Dann. So, noch ein paar Bretter abschlagen. Wassern drumherum wickle, dass die Bretter zusammenhalle. Auch einen Schlag, dass ich Duarfasern drumherum ziehen kann. Drumherum wickle. So. Schon ganz gut aus. Und so. Oh. Stabil aus, oder? Gut, oder? Huch. Jetzt funktioniert es, du Scheiß, ja, ehrlich. Baue ich da immer noch so ins. Nein. Oh. Das ist gut. Ich brauche auch viel mehr. Nur bis zusammen. Nur bis zusammen. Oh. Ja. Komm, lass mich. Komm. Die Holzfälle. Ja, großer. Bleib still, steh, steh. Shadow bleiben, ne? Ne? Ja. Mal durch. Ein paar Bäume hier ab. Komm, hey, mitkommen. Komm schon mit. Schon gebrochen. Noch mit aus Wurzler. Obwohl das abgebrochene Stick davor. Komm los. Komm schon. Go, go, go. Komm mal. Lass da. So. Ja. So. Und ein paar von den Blättern nehmen wir. Gürtel befestigt. Da mache. Komm schon. Ab. Und Bretter sind. Mal anderes Werkzeug. Bin gesteckt anscheinend. Arbeit im Feld. Aber ganz schöner Bizeps. Ja. Rinde abschneide. Ja, dann aufwäsche und zu Stroh mache. Ich brauche. Ja. Die Bretter muss ich gucken, verdichte. Weil ich einfach Stroh genug dazwischen stecke. Dürft rein. Schlaft schon einer her. Gut. Dann funktioniert das mit dem Gehorsam. Größere Blätter sammle. Da wieder Wassern Beile draus flüchten kann. Ich frage, ob es keine Sturmtruppe überlebt haben, die Schlacht. Wahnsinn. Gleich nochmal eine Pistole abfeuere. Komm. Vielleicht gibt es hier doch Überlebende.
Das ist hell, das wird kaum einer sehen. Was ist das? Boko, komm her, komm her. Boah, du Angst kriegst. Ruhig, ruhig. Ruhig. Ganz ruhig. Geh mal gucken. Wer sind Sie? Captain Phasma, mein Lord. Weisen Sie sich aus! Und wieso richten Sie eine Waffe auf mich? Entschuldigung, ich... Dienstgradnummer. Ihre Dienstrangnummer. Okay. Mussten Sie auch notlanden hier? Jawohl, ich habe mich im Dschungel verlaufen, aber auf dem Weg hierher habe ich ein paar interessante Gegenstände gefunden, wie zum Beispiel Ihr Lichtschwert, mein Lord. Sie haben ein Lichtschwert? Wo ist es? Sehr gut. Die Waffe eines Sith-Lords. Gute Arbeit. Danke, mein Lord. Schauen Sie, ich habe mich mit der Tierwelt schon befasst. Diese Kreatur gehorcht mir aufs Wort. Sehr interessant. Hat sie auch einen kämpferischen Nutzen? Nein. Eines Transport- und Tragetier. Aber immerhin. Gehorcht aufs Wort. Boko! Man muss nur die Stimme erheben. Und es tut nicht das, was man soll. Aber sie sind größer wie ich. Vielleicht können sie besser aufsteigen. Ich werde es mal versuchen. Wie es aussieht, ist es nicht damit einverstanden, dass ich es reite. Wir haben doch was vergessen, das nennt sich Tribe-Inlade. Vielleicht versuche ich nochmal mein Glück. So, Ja, mein Tier. Ich habe mal ein paar Beeren für dich. Möchtest du die vielleicht essen und lässt du mich dann vielleicht aufsteigen? Oder möchtest du lieber Fleisch? Da muss ich erst noch Fleisch besorgen gehen. Nein, ja, es ist diese heimischen Pflanzen. Möchtest du das? Und ich hätte jetzt gern gesehen, wie sie drauf springt und runterfliegt. Ja, am Himmel ist der Todesstern. Ich bin aus meinem Raumschiff auf dem Weg zum Todesstern abgeschossen worden und musste per Notkapsel hier ohne Lande. Und eigentlich habe ich erwartet, dass mehr Sturmtruppler überlebt dann, aber zum Glück, Captain Phasma, Anführerin meiner Sturmtrupplerarmee, hat anscheinend überlebt. War wohl die ganze Zeit bewusstlos irgendwo rumgelegt. Und hat deswegen die Leuchtsignale nicht gesehen. Also sie hat jetzt zum Glück die letzte Pistole hat sie gesehen und hat selbst Pistole abgeschossen, um herzufinden. Hat es sie wieder abgeworfen? Ja, es ist erst Boko! Aber dann. Gehen Sie nochmal drauf. Ruhig! Wenn
Wenn sie mit den Füßen leichte Stöße auf der jeweiligen Seite, dann reitet das Tier auch in diese Richtung. Ah, Voko. Sein Name ist Voko. Machen Sie sich damit vertraut. Beide Füße gleichzeitig und es läuft schneller. Ich werde es mal ausprobieren. Er hat mal ein neues Lichtschwert gefunden. Oh, geil. Schwert. Die Steuerung von diesem Tier muss gelernt sein. Hat sich die Acht. Na, komm ich doch schon viel besser mit der Tierwelt klar. Froh, dass er mal Lichtschwert gefunden hat. Ich hatte keine Zeit, noch nur um Lichtschwert zu greifen und dem das Schwert durch das mein Raumschiff explodiert ist. Aber sie hat es anscheinend noch erwischt, bevor sie in die Kapsel gesprungen ist. Eine bescheidene Behausung, ich weiß. Die sind da bestimmt erfahrener als ich. Aber es reicht, um die natürlichen Wetterbedingungen zu überstehen. Ich habe mich eigentlich nicht wirklich mit der Architektur beschäftigt. Wir hatten dafür Druiden, die das übernommen haben. Kommen Sie mal her, ich habe mir hier auch schon mit den schwarzen Bären vertraut gemacht. Sie dürfen die nicht essen, sie haben eine narkotische Wirkung. Gut zu wissen, ich habe es bisher vermieden, die einheimischen Bären zu mir zu nehmen. Ich habe auch von den heimischen Kreaturen draußen im Feuer noch Fleisch, falls sie einen leeren Magen besitzen. Ich habe aus vertrocknetem Fleisch und diesen Bären eine Rezeptur versucht und je nachdem, wie viel Bären sie rein massieren, rein kneten, ist die Wirkung dieser Paste stärker? Schlucken Sie mal eine. Ich werde eine probieren. Oh, das ist gar nicht. Leicht ein süßlicher Geschmack. Aber nicht zu viel davon essen. Ich werde ja ganz benommen. Ich sag ja, umso höher die Dosis der Beeren, umso stärker ist die Paste. Und sehen Sie, umso mehr die Beeren reinkneten in das Fleisch, umso besser lässt sich das Ganze zermahlen. Wir können das gerne weiterführen und auch verfeinern. Vielleicht können wir irgendwie einen Waffennutzen daraus nehmen. Ja, ich muss aus, Woki. Ich war gerade draußen, neue Bretter besorgen. So, jetzt sind wir nicht mehr alleine, wieder feststellen. Das ist schon mal sehr gut, dass wir nicht mehr allein unterwegs sind. Da gibt es halt dann mehr Roleplay-Effekt. Dadurch, oh, ich habe mich verlaut, verdammt. Woko, nimm doch noch mal ein paar Bretter zurück. War das? Der Geräusch. Captain Phasma! Jawohl, mein Lord. Hören Sie das Geräusch auch? Nein, ich vernehme im Moment keine Geräusche. Hier ist das vielleicht ein Mikrofon?
Das ist dein Mikrofon. Mehr. Darum flochte. Lassen Sie mir mal ein bisschen Platz. Ich muss hier Bretter in die richtige Länge abschlagen. Löcher und Wasser rum. Anhämmern. Mal abschlagen. So. Das ist doch stabiler. Das ist doch cool, dass er mal Jedi Sith-Waffe gebracht hat. Kommen wir doch schon mal viel besser klar. Na gut, jetzt brauche ich nur noch meine Robe. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier. Behausung, dass das stabiler wird. Wandlerne, die Tür, das Dach. Schusssache. So. So. Gut. Doppeltür, ne? Soll ich irgendwelche einheimischen Ressourcen für Sie sammeln, mein Lord? Oh, ich hab da was, was Sie sich ja mal anschauen können. Hier. Es ist schwerer wie Stein. Ich gewinne es aus goldenen Steinen. Ziemlich weit oben den Berg hoch. Bei Nacht sind die Steine besser zu finden. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was die Druiden auf Korriban verarbeiten. Möglicherweise könnten wir es zu Barren schmelzen, um daraus bessere Waffen herzustellen. Sie meinen, wenn wir es genug erhitzen, wird es flüssig? Die Möglichkeit besteht. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Metall, das wir bereits kennen. Wie bekommen wir so eine starke Flamme? Muss ich gucken. Ich denke wohl kaum, dass wir die Hochöfen auf Korriban nachbauen können oder einen Vulkan zur Verfügung haben, um genügend Hitze zu erzeugen. Okay. Ob ich überhaupt Melzer bauen darf, bevor man das Roleplay auch doch hier. Ja. Die gleich. Beide zu. Und so. So. Betäubungspfeile. Schere ist ganz wichtig, Leute. Okay, dann müssen wir da uns mal in einer Konstruktion versuchen. Aber wir werden dann auf jeden Fall mehr von den Steinen benötigen, denn auf Holz werden wir damit nicht weiterkommen. Holz würde wahrscheinlich einfach nur verbrennen. Ich werde schauen, ob ich Steine in zwei Hälften schneiden kann. Jetzt gilt es echt erstmal rauszufinden, ob das Schwert irgendwie einen Farmeffekt hat. Nein. Was haben wir dann da jetzt noch in Stecke? Boah, ich hab die ganze Riss. Gut, aber wir können hier weiter Roleplay technisch. Auch einfach draus Platz. Ja, und dann können wir da die Sache weiter craften. Hier hinlegen und recht schneiden. Damit geht's schneller. Ja. Brett hier dran. Festbinden. Ich werde mal Voku entladen. Und die Baumstämme von seinem Sattel runterheben.
Obwohl sie ein Kommandant sind, tun sie diese niedrige Arbeit ausführen? Nun ja, mein Lord, ich werde das sehr gerne für Sie übernehmen. Hat bisher kein anderer Stormtrooper zu uns geschafft? Nein, konnten Sie ein Notsignal senden, bevor Sie abgestürzt sind? Nein, das war mir leider nicht mehr möglich. Ich hatte die Wahl. Und ich habe mich dafür entschieden, Ihr Lichtschwert zu retten. Ich habe hier einen Konstruktionsfehler. Da. Helfen Sie mir mal. Sie müssen hierher kommen und das hier festhalten. Und ja, stützen Sie es von innen. Ich stütze. Ich reiße es jetzt weg. Hoppla. Fass mal! Das war die falsche Stelle. Ich weiß nicht, wie das so hochrutschen konnte. Versuchen Sie es nochmal. Versuchen Sie es nochmal. Ich habe kein Holz mehr. Ah, wenn Sie wisst. Wir müssen... Weitere Stämme erstmal. Ich habe gerade Stämme reingetragen. Oh, roleplay-technisch sehr geil. So, wir nehmen jetzt diese untere Wand, ja? Stützen Sie die. Jawohl. Oh Mann. So, richtig avisiere. So. Halten Sie! Ja, ich bin am Halten. Ich reiß jetzt weg. Gehen Sie an die nächste daneben. Ja, bin bereit. Los geht's. Sehr gut. Gut, jetzt brauchen wir wieder neue Stämme. Ich werde Ihnen helfen, welche zu besorgen. Lass sie jetzt einfach loslaufen. Ich habe zwar Stämme, aber ist ja gut, wenn es ein bisschen Farme geht. So, in der Zeit zähle ich jetzt einfach mal die Wand ab, wie viel wir brauchen. Elf Stück müssen wir noch machen. Wie viel können wir jetzt herstellen? Elf Stück. Event. Hier ist bloß... Nein, nur neun Stück. Ich bringe Ihnen die ersten Stämme, aber ich werde noch weitere besorgen. Ich nutze die Macht, solange sie nicht da sind, um weitere Wände aufzustellen. Jawohl, mein Gott. Ups, haben wir wieder in die versetzt. Soll ich denn das im Roleplay erklären, dass ich da eine Wand verrobbe? Warte mal, Hilfsmittel. Oh, das ist ausgestellt oder was? Hä? Sind die aus? Doch. Da ist sie doch. Waffe, die hilft. Roleplay-technisch passt die zwar nicht rein. Aber zum Bau brauchen wir die halt einfach, ne? Halten Sie mir nicht die Tür vor der Nase zu! Ich war überladen, ich konnte einfach nicht anders. Das nächste Mal hau ich das Lichtschwert um den Kopf. Und die mir nochmal durch die Tür versperrt, also. So, es gibt. Hat hier schon da ordentlich Stämme geholt. War ich nur noch Elwand oder waren es 10? Brauchen wir noch Ceilings? Ceilings?
gucken. Es langt nicht, es langt nicht. Das? Felten. Doch, Holz fällt. Nimmt die eigentlich wo mit oder geht die zu Fuß? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ne, Voko steht doch. Alles klar, das nenne ich Einsatz. Oh, die Tür riecht mich jetzt schon wieder auf. Die muss ich wieder richtig instellen. Haben Sie weitere Stämme? Jawohl. Ich habe sie vor die untere Kiste gelegt. Hola. Und das, obwohl sie ohne Tier unterwegs war. Nur noch eins gebraucht. So. Schön. Basewings besser geschützt jetzt. Er breit so oft drauf. Dann muss er dann einfach halt mit Voko ausführen. Ich bin ja der Imperator, ich mach die Sache nicht selber, ne? Wissen wir ja. Und hängt die Wasserflasche hier und sie muss man so wieder auffüllen gehen. Und dafür muss er Wasserquelle finden. Oder? Was halten wir davon? Dann geht sie mal ein bisschen die Gegend erkunden. Und ich nutze das eigentlich, um mal auf Toilette zu gehen. Ich hoffe, ihr tut mir das verschmerzen. Ne? Wo ist denn meine Sturmtrupplerin? Ah, da kommt sie ja schon. Wo waren sie schon wieder? Ich habe weitere Stämme besorgt. Ich habe eine neue Mission. Bringen Sie die Stämme erst rein und dann sprechen wir uns. So, du Mutter Voko soweit vorbereitet für so? Bereit für die nächste Mission. Okay. Wir nehmen hier jetzt meine Wasserflasche, meine Feldflasche und versuchen eine neue trinkbare Quelle zu finden. Sie nehmen Voko, damit die Reise angenehmer für Sie ist. Ich werde mich auf die Suche machen. Das Faustsymbol, was ich schon die ganze Zeit habe. Tribe Melee Boost. Okay. Wahrscheinlich, weil sie weiblich ist. Oder? Kann doch so Sinn. Ist das jetzt so in Ark? So, die ist unterwegs. Nutzt das kurz. Legt mich hier schlafen. Das wird sie dann wohl merken, dass ich hier mal komm hinlege. Legt mich mal so, dass man mich sieht. Machen wir so halber aus dem Bett raus. Hm? Das müsste doch hier hauen. So, ne, bisschen drin. So. Wird mich auch. Ach, sag komm, Melina, unser Schlafsack. Na, ist das deutlicher. So. Gucken wir, das sieht doch fast so aus, als würde man im Schlafsack schlafen. So. Wenn sie nämlich jetzt zurückkommen sollte, bevor ich wieder am Rechner sitze, dann hat sie wenigstens noch das Roleplay-mäßige. Könnt ihr mir ja sagen, wenn sie zurückkommt, ob sie irgendwas Roleplay-mäßiges macht, weil jetzt hier erst wieder, wenn er mich hören. Bis gleich, ne? Ich hoffe, es wird nicht so langweilig.